Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Es ist immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da kommt nicht nur die Erinnerung, sondern auch unser Halo-Video. Und heute haben wir uns was Besonderes überlegt. Denn Jesse nicht, aber ich habe früher immer die Automotorsport gelesen und da waren immer Vergleiche drin. Und das Ding war, was haben sich die Leute aufgeregt immer? Das könnt ihr doch nicht vergleichen, ihr könnt doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und genau das machen wir heute, weil ich habe eine italienische Karre dabei mit 330 PS, den Maserati Ghibli Hybrid. It's not a game, why you playing with me? You can double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins, something you can't tame, cause I break the chains. Can't control me. I got the power, I got the keys. Cause I break the chains, they try to hold me. I'ma push back, just wait till you see. Ich habe 118 PS dabei, rein elektrisch, und zwar den neuen Fiat 500e. Und was wir heute machen wollen ist, wir wollen euch zeigen, wer gewinnt. Was ist das bessere Auto für die Kohle, die ihr dafür ausgibt? Das Duell der Giganten. Das Viel Spaß Duell. Dabei. Fangen wir zuerst an mit der Optik. Und habe ich nicht ein verdammt schönes, knuffiges Auto da dabei? Da kommt Dolce Vita auf. Das ist einfach zuckersüß. Vor allem diese runden Leuchten hier mit diesem Wimpernkranz nochmal in der Motorhaube hier oben und hier auch noch diese Bäckchen. Ich finde den einfach mega knuffig. Und wenn wir jetzt ins Profil gehen, hat er auch perfekte Ausmaße für die Stadt. 3,63 Meter lang, 1,68 Meter breit und 1,53 Meter hoch. Perfekt! Ich kann ihn natürlich laden, rein elektrisch. Er ist auch sehr ruhig, wenn ich ihn fahre. Und wenn ich jetzt hier hinten mir das Heck anschaue, wunderschöne Rückleuchten, die an sein E erinnern. Hier auch noch meinen Fiat 500e. Das Einzige, ich habe keine Endrohre, aber apropos Endrohre, Jan? Ganz ehrlich, es ist heute ein Duell, Jesse versus Jan. Ein Duell, was ich natürlich wieder gewinnen werde. Für Jesse ist das Auto natürlich perfekt, weil die kann ja nicht richtig gut fahren in der Stadt oder so. Kleines Auto, kann sie auch nicht so viel kaputt machen. Mein Auto ist 4,97 Meter lang. Ich habe richtige Endtöpfe hier, das ist der Hybrid. Zugegeben, mein Heck, also das Heck vom Auto, das ist ein bisschen klassisch. Manche würden sagen langweilig. Es hat im Modell ja 21 neue Heckleuchten, okay. Die Lackierung da drauf, Blue Nobile, eine Dreischichtlackierung, unglaublich geil. Hier haben wir den Dreizack im Heck, blaue Elemente für den Hybriden. Und dieses Auto, ganz ehrlich, zum Dahinschmelzen. Jessys Auto, vielleicht vor einer Eisdiele funktioniert das. Meins funktioniert auf dem Burger King Parkplatz, funktioniert vor der Queen, keine Ahnung. Und wenn man jetzt mal vorne hier anschaut, der Kühlergrill, der Dreizack, der sieht aus von vorne, als würde er so ein Chihuahua zum Frühstück fressen. Jessys Auto sieht aus, als wäre sie der Chihuahua. Punkt ja, geht an mich. Mein Fiat 500 ist halt nicht so eine Prollo-Karre, ne? Der ist süß. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt, und zwar die Reichweite. Und ich habe ja jetzt bei meinem Fiat 500 den großen Akku, nämlich 42 Kilowattstunden ist der groß. Und ich kann ihn jetzt an der Haushaltssteckdose 15 Stunden laden. Das ist ein bisschen lang, an der Wallbox mit 11 kW dann in 4 Stunden 15 auf 100%. Oder auch mit dem Schnellladen 35 Minuten auf 80% oder in 5 Minuten dann super easy die nächsten 50 Kilometer laden. Und ich bin vor allem emissionsfrei unterwegs mit dem. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber... Ich verrate euch was, Jessie hat das Auto nicht einmal geladen, ne? Das hat Pascal Stimmt gemacht. Stimmt. Und sie ist extrem faul, ich auch, deswegen ist es okay. Ein Punkt, der wieder mal natürlich an mich gehen wird, weil mein Auto, also Maseratis Auto ehrlich gesagt, leider, hat einen 70 Liter Tank und mit dem Verbrauch vom Hybriden hier drin, mit dem 0,3 Kilowattstunden fassenden Akku, der da hinten liegt, boostet der nicht ohne Ende und fährt sich fast so wie ein V6, sondern hat halt über 900 Kilometer Reichweite, je nachdem, wie man halt fährt. Aber kommst du damit auch in eine emissionsfreie Zone? Nein.
Nächster Punkt ist der Sound. Und ganz ehrlich, Jesse kommt ja aus einer Generation, da ist Sound ja gar nicht so wichtig. Die hatte einen S3, Vierzylinder-Sound. Ich stehe auf Achtzylinder, Sechszylinder. Und ganz ehrlich, mein Auto klingt, obwohl er nur vier Töpfe hat, wie ein Monster. Und den hören wir uns jetzt mal an. So ein lauter Sound nervt doch die Nachbarn, passt doch gar nicht mehr in die Zeit. Deswegen finde ich es ganz gut, dass mein Fiat 500e nach nichts klingt. Außer wenn man losfährt, dann hört er sich nämlich an wie ein Eiswagen. Ein Italiener ist nie genervt vom Sound della bella macchina. Federico! Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Motor, die Leistungsdaten. Ganz ehrlich, ich habe ein Maserati und eine bella macchina, ein Punkt, den ich eigentlich schon für gewonnen einbuchen kann. Das Auto wiegt zwar 1,9 Tonnen, aber 330 PS, 450 Newtonmeter beschleunigt in 5,7 Sekunden auf 100. Zugegeben, wenn ich da jetzt reingucke, Vierzylinder, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Normalerweise kennt man die 6- oder 8-Zylinder von Maserati, aber die italienische Marke macht eben auch was, um sich in die Zukunft zu. Warum? Wir haben hier ein 48 Volt Bordnetz drin, einen Riemenstartergenerator, einen elektronisch angetriebenen Verdichter und der hier soll nach WLTP nur 8,5 Liter brauchen. Und du so? Du Opfer. Wie viel hast du denn wirklich gebraucht? Erzählst du dann später. Es waren auf jeden Fall keine 8,5 Liter, aber jetzt sprechen wir hier über unser Herzstück, unser elektrisches. Und ich habe 118 PS, es ist ein bisschen laut, keiner weiß, warum hier das Gebläse dann losgeht und der Kühler, aber 118 PS, 220 Newtonmeter maximales Drehmoment, ich brauche nur 9 Sekunden auf 100 und, was mega gut ist, ich verbrauche nur nach WLTP 13,3 Kilowattstunden emissionsfrei und ich habe ein gutes grünes Gewissen mit meinem Motor. Also für mich klingt das und sieht aus wie ein Kühlschrank. Beim nächsten Punkt geht es erstmal um die Rückbank und ich fühle mich hier in meiner Knutschkugel super wohl, habe hier auch genügend Platz, ist natürlich nur für vier Personen, aber was ich mega finde, ich habe hier so recycelte Sitze, was natürlich perfekt in unsere Zeit passt und schaut mal, wie elegant ich mich hier so rauspellen kann. Gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, wie Jan aussehen würde, wenn er da hinten aussteigen würde, aber für mich wäre es gar kein Problem. Und jetzt noch zum Kofferraum. 185 Liter haben meine Ladekabel Platz und wenn ich die hier umklappe, habe ich 550 Liter. Mehr brauche ich gar nicht in meinem Alltag. Du, für so eine Wallbox irgendwie auf Rädern ganz okay, aber jetzt kommt es halt zum Erwachsenenauto. Erstmal, Jesse muss das natürlich mit der Hand hier machen und bei mir, das ist ein Maserati, ne? 500 Liter Kofferraumvolumen, da passt meine Oma, deine Oma rein, das ist halt richtig großartig. Aber das Schönste an allem, das kommt eigentlich jetzt, weil das ist der Rückraum da hinten. Bei Jessie ist es so, die war ja mal im Zirkus irgendwie Schlangentänzerin und Gummifrau. Aber hier haben wir weißes Leder in weiß und da hinten ist auch richtig viel Platz. Wunderschön. Ich habe gewonnen. Ja. Ja, an der Uni, ja, ich habe studiert. Jessie auch. Ja, keiner glaubt. Glaubt. Sagt man, gab es ja mal das Windhundprinzip und da ging es darum, dass wer zuerst da ist, gewinnt. War nie was für mich, für Jessie schon eher. Mein Auto beschleunigt in 5,7 Sekunden auf 100 und deins so? 9 Sekunden auf 100, aber ist dafür in 3 Sekunden auf 50 und die lineare Beschleunigung macht auch schon ganz schön Bock. Macht Bock, ja. Macht Bock, ja. In 9 Sekunden. Und was sagst du, würdest du mitfahren? Schon. Ich finde den Innenraum ziemlich cool. Ich stehe auf das Lenkrad hier, zweispeichig, in der Mitte steht 500. Ich habe ein digitales Cockpit, ich glaube, sowas hast du nicht. Und so ein Infotainment mit 10,25 Zoll, induktive Ladefläche, gar nicht schlecht und auch die Sitze sind ziemlich bequem. Jesse, mit dir fahre ich überall hin, aber letzte Frage, ist dieses Auto für Lilliputaner gebaut oder Zwerge? Nein, ich sitze doch hier auch bequem drin. Frage nur. Weiter geht's jetzt mit der Fahrt, Jan ist schon total genervt. Und erstmal starten wir jetzt hier den Motor, ich muss zweimal drauf drücken. Kann hier total entspannt losfahren, drücke auf D. Und was wir jetzt als allererstes machen, ist von 0 auf 50 beschleunigen. Ach du Scheiße. Nicht schlecht, oder? Das macht so mega Spaß, dieses Auto. Diese lineare Beschleunigung in 9 Sekunden auf 100, in 3 Sekunden auf 50. Ich habe Bock, ich habe 3
Fahrmodi hier drin, ich habe den Normalmodus, ich habe den Range-Modus, da habe den One-Pedal-Driving und ich habe auch den Sherpa-Modus, da komme ich besonders weit, eine Reichweite von bis zu ja, 300 Kilometer haben wir jetzt realistisch geschafft. Ich finde es gar nicht so schlecht, oder? Was sagst du? Du weißt, unser Job besteht darin, dass man die Gefühle beim Fahren vermitteln muss. Ja, und wie fühlst du dich? Ja, das musst du doch erklären. Also ja, ich fühle mich gut. Ich habe Angst. Du hast immer Angst als Beifahrer, weil du ein schrecklicher Beifahrer bist, ein wirklich schrecklicher Beifahrer. Aber ich habe Bock, dieses Auto macht mega Spaß. Ich hätte es lieber als Cabrio. Muss ich ehrlich sagen, Cabrio finde ich noch mal ein bisschen schöner, ein bisschen smoother hier so. Ein bisschen so Luft durch die Haare, aber sonst. Bevor du jetzt noch mehr Quatsch redest, steigen wir einfach mal in mein Auto. Okay. Show. Jetzt sind wir hier im Innenraum und Jessica, ich führe dich ein in eine ganz neue Welt des Luxuses. Weißes Leder, überall Leder, überall Platz, überall Dreizack. Ganz ehrlich, wie findest du das? Ich habe deinen Schlüssel geklaut, weil den finde ich tatsächlich ganz schön, aber schon ganz schön protzig da drin, oder? Ja, geil, geil. Also hier 10 Zoll Display jetzt neu, MIA-System, da vorne auch teildigital. Ich fühle mich hier drin erhaben, der Gangwahlhebel ist auch neu gestaltet, Holz. Ganz im Ernst, sehr viel besser kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Show, liebe Jessica, jetzt weihe ich dich mal hier in das Geheimnis Maserati ein. Mhm. Sportknopf. Das ist großartig. Jetzt fahren wir hier auf die Straße und du sagst ja ziemlich nur ein Vierzylinder wahrscheinlich. Ja, vom Sound zumindest schon. Aber jetzt gebe ich hier mal Gas und dann gucken wir mal, wie der nach vorne geht. Das ist Emotion, ey. Das ist wirklich krass. Das ist italienische Bella Macchina Ingenieurskunst. Dagegen ist dein Auto... Italienisch? Ja. Yeah. Auch relativ schnell. Hörst du das? Ja. Und ruhiger. Hörst du das? Da kann man mit deinem Auto vielleicht maximal irgendwie zur Eisdiele fahren oder so. Mein Auto ist ein, naja, Langstreckenmeister. Mein Auto ist Kunst. Und deins? Knuffig, schön, süß und nachhaltig. Ja, es passt irgendwie nicht so ganz zusammen, ne? Der wird 255 km/h schnell. Dein Auto ist der Anker von meinem Auto. Das 150, ist eine Verkehrsbehinderung im Grunde. Das hier. Aber ist der nicht ein bisschen schwer? Ist der nicht ein bisschen schwer? Wie viel wiegt der? 1,9 Tonnen. 1,9 Tonnen? Ja, aber macht doch nichts. Also, ja, aber also mein Fiat wiegt so 1,4 Tonnen. Brembo-Bremsen hier drin, Sperrdifferenzial hinten hier drin, adaptives Skyhook-Fahrwerk. Ganz ehrlich, du hast verloren. Aber braucht man das? Ja. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar dem Preis. Und meine Bella Macchina kostet schlappe 34.060 Euro. Aber ihr bekommt ja hier noch eine Förderung von bis zu 10.000 Euro und profitiert von einer Dienstwagensteuer von 0,25%. Das bedeutet, der kostet jetzt hier nur 24.000 Euro. Und deiner so, Jan? Das klingt echt wie so im Verkaufsfernsehen. Ey, wenn ihr diesen Thermomixer jetzt nehmt, bekommt er dann noch einen anderen dazu. Eure Oma bekommt noch eine, dann macht er noch eine Sektparty. Ist Bullshit. Ich habe hier una bella macchina. Ja? Der beginnt als Hybrider bei 71.500 Euro. Gran Lusso. Liegt er dann bei 83.000 Euro und so wie er hier ist, mit dem Wahl-Leder da drin, ist nicht wirklich. Ach so. Nee, ist nur weiß. Liegt er bei 100.000 Euro. Ich weiß, ich habe den Punkt verloren. Ja. Hör ich zu? Guter Verlierer. Fünfmal mein Fiat, aber naja. Was liegt da dazwischen? Preislich. Oh, im Kopf rechnen war ich nie gut. Ja, da liegt ein anderes Auto dazwischen, aber das bräuchtest du dann ja auch noch. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Wie steht's? Du hast gewonnen mit 7 Punkten und ich hatte 6. Ah, knapp, aber... Punkte. Knapp, aber nicht schlecht, oder? Wie nicht schlecht? Ich bin happy. Ich hab mir das richtige Auto ausgesucht für den Vergleich. Ja, aber welches würdest du lieber fahren? Ich würde tatsächlich den Fiat 500 im Alltag fahren. Ich fahre ja oft in der Stadt rum. Ich finde, der hat eine gute Reichweite. Das Laden war jetzt auch super angenehm, auch wenn Jan gesagt hat, ich habe nicht geladen. Das stimmt natürlich nicht. Aber da kannst du auch nicht so viel kaputt machen. Da kann ich auch nicht so viel kaputt machen, das stimmt. Ja. Du musst jetzt in deiner gewohnt charmanten Art präsentieren, wie die Leute den Kanal abonnieren. Abonniert bitte den Kanal, würde mich tierisch freuen. Und
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Streberin, ey. Bis dann. Immer wieder sonntags kommt die. Wollte ich noch sagen, für wen dein Auto ist? Ach doch. Ja, deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Ach doch, das habe ich vergessen. Achso, mein Auto ist für die Business Lines da draußen, die auch mal richtig mächtig aufs Gas drücken wollen, wo es knallt. Knallt. Ciao. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.